Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist eine kleine Besonderheit. Es handelt sich nämlich um eine Kooperation mit Kathi und Markus vom Kanal Makata. Die beiden haben mich gefragt, ob ich Bock hätte, eine kleine Challenge mit ihnen zu machen. Und natürlich hatte ich Bock. Deswegen gibt es von uns heute die Primark Challenge. Wir haben uns 5 Kategorien ausgemacht, zu denen wir dann jeweils ein Teil bei Primark kaufen sollten. Und ich bin schon richtig, richtig gespannt, wie es bei Ihnen so gelaufen ist. Ich hatte bei manchen ein bisschen Probleme. Passend zur Jahreszeit haben wir uns auch den Sommer als quasi Grundthema genommen und eben die Kategorien entsprechend dazu ausgesucht. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich die Challenge so gemeistert habe, dann bleibt einfach mal dran. Die erste Kategorie, für die es etwas zu finden galt, nennt sich Schutz vor Hitze. Und da habe ich erstmal richtig lange überlegen müssen und habe ziemlich verquert gedacht über Ventilatoren und Fächer, aber es gab da irgendwie überhaupt nichts in diese Richtung. Aber durch Zufall bin ich dann an etwas vorbeigelaufen, woran ich erst überhaupt nicht gedacht hatte, was aber meiner Meinung nach ziemlich gut dafür passt. Und zwar ist es ein Sonnenhut geworden. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind immer, immer, immer einen Hut aufgesetzt bekommen habe, um mich eben vor der Sonne zu schützen und ich habe es gehasst. Ich fand das richtig furchtbar und habe immer versucht, drum herum zu kommen. Aber meine Mom ist richtig hart geblieben und hat immer gesagt, nein, du musst den tragen, du musst, du musst, du musst. Genauso wie man im Winter Mützen tragen sollte, weil nun mal die meiste Körperwärme über den Kopf flöten geht, ist es echt nicht schlecht, im Sommer einen Hut zu tragen. Schützt auch vor Kreislaufkollapsen, die bei mir nicht selten sind, da mein Kreislauf einfach, sobald es ein bisschen wärmer wird, komplett spinnt. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich gar kein Hutträger. Ich habe genau einen, den ich dann eben im Sommerurlaub am Strand trage. Aber ich finde auch nicht wirklich, dass die mir stehen. Also bei dem geht's jetzt hier eigentlich. Also den mag ich. Ich mag auch diese Schlapphüte irgendwie, wenn die Krempe so ein bisschen weiter ist. Aber ja, passt jetzt lustigerweise ganz gut zu meinem Oberteil von den Streifen her. Ja, was meint ihr? Steht mir der? Steht mir der nicht? Machen wir weiter mit der nächsten Kategorie und die nennt sich Bringt dich in Sommerstimmung. Da habe ich auch ein bisschen länger überlegen müssen, aber ich war mal wieder in meiner Lieblingsabteilung bei Primark und das ist die Home-Abteilung. Und gerade die Kerzen haben es mir einfach total angetan. Und da habe ich auch diese hier gefunden und die passt auch eigentlich ziemlich gut. Die nennt sich nämlich Summer Rain und Forest Berries, aber es war eigentlich auf Summer Rain bezogen. Und ich kann nicht sagen, dass sie wirklich nach Regen riecht, aber ich finde, sie riecht wirklich nach Sommer. Und gerade Gerüche und so bringen mich immer in die verschiedensten Stimmungslagen. Deswegen fand ich das ziemlich passend. Irgendwie erinnert es mich auch an Urlaub. Aber ich weiß nicht hundertprozentig, warum mir dazu unbedingt mehr ein Strand einfällt. Vielleicht ist es in einem der Hotels, in dem ich war, mal so gerochen. Ich habe keine Ahnung, aber ich assoziiere Gerüche immer sehr stark mit Erinnerungen und mit Gefühlen. Die nächste Kategorie wäre dann, kannst du im Sommer nicht genug haben? Und da ist mir ziemlich schnell was eingefallen, denn ich brauchte auch mal wieder eine, und zwar Sonnenbrillen. Ich bin ein Meister darin, meine Sonnenbrillen überall liegen zu lassen, zu verlieren, sei es in der Öffentlichkeit, in Handtaschen, in meinem Zimmer, einfach überall. Ich finde sie manchmal dann auch wieder, aber die meiste Zeit verbringe ich einfach im Sommer damit, alles nach meinen Sonnenbrillen abzusuchen. Deswegen habe ich da immer so einen kleinen Vorrat. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, mir wirklich eine teure Sonnenbrille zuzulegen, denn ich kann einfach nicht drauf aufpassen. Es gibt bei mir so Dinge, die sind Verschleiß, ich weiß nicht, ich bemühe mich, ich verliere sie ja nicht mit Absicht, aber es geht nicht. Also Sonnenbrillen, die verliere ich selbst auf meinem Kopf, wenn die dann da oben stecken. Also ich merke mir einfach nicht, wo ich die Dinger hin tue. Aber egal, auf jeden Fall habe ich mir mal wieder eine zugelegt. Ich finde die total schön, die ist auch so verspiegelt und nude-farben. Und ich hatte noch nie eine runde Sonnenbrille. Ich glaube, ihr könnt euch jetzt sehen. Ihr könnt bestimmt die Kamera oder zumindest die Softboxen erahnen gerade. Ja, also ich weiß nicht, davon kann ich im Sommer nicht genug haben, weil ich sie ständig verliere. Kommen wir zur nächsten Kategorie und das nennt sich Sommerschnäppchen.
Und da hatte ich ziemliches Glück. Ich hatte schon so eine gewisse Richtung, die ich einschlagen wollte, nämlich so in Richtung Bikini, Bademode, hätte aber nicht gedacht, dass ich da wirklich was finde. Ich habe aber zumindest ein Bikini-Oberteil gefunden. Und zwar ist das dieses hier. Das erinnert sehr stark an die Triangle-Bikini, die ja, ich glaube, immer noch ziemlich gehypt sind. Und ich hatte ziemliches Glück, das war das letzte Oberteil in meiner Größe. Und zwar war das runtergesetzt von 8 Euro auf 3 Euro. Was schon ganz gut ist. Also 3 Euro für so ein Bikini-Oberteil finde ich echt nicht schlecht. Und ich hätte zwar auch gern die Hose dazu gehabt, die gab es aber leider nur noch in 40, 42, 44 und das geht sich bei mir nicht ganz aus. Aber ja, ich bin sowieso jemand, der sehr gerne mixt bei Bikini-Ober- und Unterteilen. Von dem her wird sich da schon was finden lassen. Ich habe mit Sicherheit ein schwarzes Unterteil und ich glaube, dass ich auch was Ähnliches in dem Lila-Ton habe. Von dem her finde ich das richtig, richtig cool und ist ein Sommerschnäppchen, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet hätte. Kommen wir jetzt zur letzten Kategorie und die nennt sich Muss unbedingt mit an den Strand. Da habe ich auch ein bisschen länger überlegen und suchen müssen und bin dann in der Kosmetikabteilung zufällig dran vorbeigelaufen und dachte mir, hey, das passt eigentlich wirklich perfekt. Und zwar, da fällt es runter. Entschuldigung. Das hier alles professionell. Und zwar handelt es sich um Sonnencreme. Das ist jetzt die Kinder-Sonnencreme-Variante, aber einfach nur, weil ich diesen Sprühkopf um einiges cooler fand als das zum Schmieren. Also einfach nur Deckel auf und so, ihr wisst, was ich meine. Das hat Sonnenschutzfaktor 30 und das habe ich bei meiner Haut auch ziemlich nötig. Und ich finde einfach, dass Sonnencreme sowas ist, was man nicht nur unbedingt am Strand dabei haben sollte, sondern im Sommer eigentlich sowieso so gut wie immer. Aber für den Strand ist es wirklich ein absolutes Muss bei mir. So, das war's dann auch schon mit meinem Teil der Challenge. Schaut unbedingt auf Makatas Kanal vorbei. Kathi und Markus würden sich bestimmt ganz doll darüber freuen. Außerdem würde es uns total interessieren, was ihr denkt, wer die Challenge denn besser gemeistert hat. Den Link zum Kanal und zu ihrem Video findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Ich gucke mir ihr Video jetzt auf jeden Fall an, da es mich selbst auch ziemlich interessiert, was sie sich denn zu den Kategorien haben einfallen lassen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, das würde mich wirklich sehr freuen. Außerdem findet ihr jetzt hier an der Seite meine beiden letzten Videos. Wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn sich das heute noch ändert. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!